Stallorder bei Red Bull Racing. Ausfall bei Leclerc, der echt tief im Magen liegt. Und ist Mercedes back? Das alles und vieles mehr ist gestern beim Spanien Grand Prix passiert. Fangen wir direkt beim Start an. Und ja, da ist natürlich mal aufgefallen, dass Carlos Sainz Jr. einen richtig schlechten Start hatte. Er wollte vermutlich alles reinlegen, hat dann aber natürlich so das Gegenteil bewirkt. Er ist mit nichts weggekommen. Der ist gestanden gefühlt. Das sehen wir auch hier, wie der Red Bull und auch Hamilton da gleich an ihm vorbeigehen. Und das war natürlich dann auch tragisch. Ich meine, wenn du im Heim Grand Prix bist, willst du das nicht sehen. Leclerc wurde vorne weggekommen. Auch Verstappen okay weggekommen, dahinter auch George Russell natürlich den dritten Platz geerbt und ja, irgendwann dann hat natürlich Sainz auch das wieder hinbekommen, Perez dann auch richtig abgedeckt, weil der auch natürlich den dritten Platz wollte von Russell und richtig ausgeschert hat und ja, kommen wir weiter vorne dann, Kurve 4, wirklich, diese Flashback-Kurve, wo es damals den Unfall zwischen Hamilton und Rosberg gab, diesen Super-GAU 2016. Und da muss man sagen, das ist natürlich echt sehr dumm gelaufen. Wir werden uns das gleich... Egal, daraufhin musste halt Lewis Hamilton noch in die Box fahren, wollte zwischenzeitlich abstellen, hat gesagt, nein, lass uns den Motor schonen. Es war auch eine brütende Hitze dort, 36 Grad. Und ja, da war natürlich auch zu Recht so, lass uns abstellen. Motorschirm und so weiter, aber hat sich natürlich als eine Mega-Entscheidung erwiesen, dass man bei Mercedes gesagt hat, nein, wir stellen nicht ab. Ich dachte mir auch, okay, vielleicht hoffen sie auf ein Safety Car oder so, aber nein, das war nicht der Fall. Es war einfach eine bombastische Leistung von Lewis Hamilton. Werden wir später noch dazu kommen. Dann kam in Runde Nummer 6 ein komischer Abflug von Sainz. Man dachte so, ja, vielleicht Fahrfehler. Aber auch wenn man das gesehen hat, dachtest du dir, nein, da ist die Windböe schuld gewesen. Da ist richtig ein Wind von hinten gekommen. Das gleiche dann 3 Runden später auch bei Max Verstappen und spätestens dann wusste man, da stimmt was nicht in der Kurve. Da sind die Windverhältnisse, die Böen und so weiter. Vielleicht ein bisschen blöd gelaufen. Gucken wir uns das Ganze mal an. Von beiden. Also beide fahren hier so rein. Und genau. Ja, Verstappen vielleicht ein Ticken später. War das dann später beim Einlenken. Bei Ferrari direkt beim Einlenken und bei Verstappen erst in der Kurve drinnen. Also ja, liegt wahrscheinlich auch an den Unterschieden der Autos. Dennoch, ja. Auch hier rundenlanger Fights. Das DS bei Verstappen ging nicht. Und so ist auch George Russell an ihm vorbei gehuscht. Oder ja, die haben sich halt einen mega Fight geliefert, die zwei. Verstappen natürlich mit ein bisschen stümpferen Waffen wie Ree Russell. Aber ich denke mal auch, dass der alles gegeben hat, um da vorne zu bleiben. Und das hat sich ausgezahlt. Verstappen hat es nicht geschafft, an ihm vorbeizukommen. Es gab zwar so ein cooles Überholmanöver, also er hat es dann ja mit der Brechstange von innen hart probiert. Hat nicht gereicht. Russell einfach außen vorbeigefahren. Der Junge hat einfach bewiesen, warum er in der Mercedes sitzt. Und das war echt toll gefahren. Also auch hier wollte außen Verstappen nochmal, aber nee. Er hat da genau dieses Stückchen, ja, dass es nicht von der Strecke gedrängt war. Aber dennoch mega gut gefahren. Nächstes Bild. Und dann kam der Boxenstopp. Ja, jeder war schon drin. Bei Ferrari oder besser gesagt bei Leclerc hat man ein bisschen rausgezogen, was gut war. Ich dachte mir so, ja, die werden das locker gewinnen, da waren es 30 Sekunden Vorsprung, also ohne Probleme. Auch das war natürlich auch der schnellste Boxenstopp von 2022, 2023. Tolle Boxenstopp und dann 7 Runden später, no power, Motorschaden bei Leclerc. Das war natürlich ein sehr trauriger Moment, gucken. Ich hätte ihn echt den Sieg gegönnt und er hat es auch verdient gehabt. Also er war das ganze Rennen lang oder besser gesagt das ganze Wochenende. Ich meine eine Qualifying-Runde und dann holt man da die Pole raus. Also wirklich für mich war er auch der Driver of the Weekend. Trotzdem hat es nicht gereicht. Er musste dann die Boxenmotor abstellen. Ein neuer Führender auf einmal George Russell, der ja da auf dem zweiten Platz herumgekurvt ist und Verstappen nicht vorbei konnte. Dann hat man Verstappen reingeholt, dass Perez durch kann. Der hat nur 2 Runden gebraucht, um Russell zu überholen. War auch klar, ich meine, die haben da echt ein viel, viel besseres Paket noch. Bei Mercedes geht man davon aus, dass man die Hälfte des Autos aufgeholt hat. Das wäre natürlich cool, wenn das wirklich der Fall wäre. Dann geht's weiter. Hier sehen wir dann, genau, das ist jetzt dieses No Power. Weiter nach vorne. Also wir waren ja da in Runde Nummer 31.
Dann ist in der Zwischenzeit George Russell zum Stop reingekommen, natürlich Verstappen vorher schon. Und dann waren die Red Bull vorne zusammen. Und man, ja, ich meine, es ist klar, dass Sergio Perez die Nummer 2 ist. Es ist klar. Aber meiner Meinung nach hätte man jetzt nicht so offensichtliche Stallorder betreiben müssen. Ich meine, lass Verstappen vorbei und er hat doch gesagt, er findet es unfair, aber okay. Ich meine, ich kann Perez verstehen auf jeden Fall. Er war das viel schnellere Auto das ganze Rennen über. Er war auf der Ein-Stop-Strategie drauf. Und dass jetzt Leute sagen so, er war sowieso auf einer anderen Strategie. Nein, er war auf einer gefühlten Ein-Stop-Strategie. Und er hätte das Rennen locker durchfahren können. Und dass man dann sagt so, lass ihn vorbei, du musst, keine Ahnung, er muss gewinnen, es geht um Weltmeisterschaft. Schon klar, ich kann verstehen, dass sich der ungerecht behandelt fühlt, aber bei Red Bull war klar, dass man, wenn beide vorne sind, dass da der Verstappen nach vorne gewinkt wird. Finde ich traurig auf jeden Fall, aber kennt man eigentlich auch von der Vergangenheit nicht anders. Bei Mercedes war es leider auch so und gerade auch bei Ferrari, die Geschichte Schumacher, Barrichello, Massa, Alonso hat immer gezeigt, dass die Nummer 1 die Nummer 1 ist, gerade auch bei Red Bull, das hat sich immer wieder so rausgestellt. Auch hier Hamilton von außen an Bottas vorbei, er war wirklich wie ausgewechselt, er hat sogar einmal Black and White, also Verwarnung bekommen, dass er zu oft die Strecken verlassen hat, aber dennoch hat er das, wirklich, der hat, wie Toto gesagt hat, ohne Rücksicht auf Verluste ist er einfach runtergefahren. Er hat so eine Wut im Bauch, der wäre um den Sieg mitgefahren auf jeden Fall. Also ist man sich bei Mercedes sicher. Ich denke mal, auch ums Podium hätte er auf jeden Fall mitfahren können. Wenn das mit Magnussen nicht gewesen wäre, hätte man da mitfahren können. Die Pace war auf jeden Fall in Spanien da. Dann auch hier ging er mal außen an Carlos Sainz vorbei, war zwischenzeitlich der vierte Platz in der 60, also 6 Runden vor Schluss. Nur dann leider, hier sehen wir dann das Überholmanöver, außen in der ersten Kurve. Also das musst du dich mal trauen, dass ein Mercedes einen Ferrari im Jahr 2022 überholt, ist, dass man überhaupt überholt, ist natürlich jetzt nichts Außergewöhnliches. Aber dass es im Jahr 2022 passiert, auf gleichen Reifen, finde ich ziemlich interessant, aber auch Sainz hat gesagt, er muss sich da was getan haben, wie er ins Kiesbett abgeflogen ist. Man hat zwar das ganze Rennen nicht gemerkt, er ist auch eine ordentliche Pace gefahren, aber muss dann doch was gewesen sein. Außen, wirklich gut, auf mega, also good job. So, und dann leider Cooling-Probleme bei Hamilton. Er hat dann gesagt, er muss das Auto ein bisschen liften und coasten. Der muss das Auto liften und coasten, um halt Schäden abzuweichen und halt überhaupt ins Ziel zu kommen. Ich glaube, Kühlschlauch oder so ist gerissen. Aber er hat es dann doch ins Ziel geschafft. Leider musste er Sainz ziehen lassen. Das war mir aber eigentlich klar. Es waren nur 2 Runden, aber wenn er da dagegen gehalten hätte, wäre da vielleicht noch mehr draus passiert. Oder er hätte vielleicht sogar noch abstellen müssen. Und das wäre natürlich der Super-GAU gewesen nach so einem Rennen. Max Verstappen hat dann gewonnen. Hat sich nichts mehr getan, auch Perez auf 2, den hat man nochmal reingeholt, um die schnellste Rennrunde zu holen. Und auch George Russell auf 3, mega gutes reingefahren. Und hier haben wir dann auch das Final Klassement, Verstappen vor Perez und Russell. Mega gut gefahren, alle drei. Ja, wie gesagt, ich hätte Perez lieber oben gesehen, aber bei Red Bull war vermutlich klar, dass man da Verstappen ganz oben sieht. Was ist eure Meinung zu diesem ganzen Stahlorder-Zeugs? Gehört das noch ins gehört das noch in dieses Jahrzehnt? Ich meine, ich würde eher sagen, Anfang 2000er wäre Stahlorder. Aber ja, ich meine, auch die letzten Jahre, wie gesagt, haben gezeigt, dass Stahlorder leider immer noch ein Thema ist. Hamilton mega gut gefahren, wirklich auch eines der besten Rennen überhaupt. Da erinnere ich mich ein bisschen Flashback an Brasilien letztes Jahr. Ich meine, da war das Auto ein bisschen besser. Das war auch ein tolles Rennen von ihm. Bottas auf 6, auch mega gut, wirklich. Immer wenn er ins Ziel kommt, punktet er auch bei George Russell. 6 Rennen, bei allen ist er mindestens als 5. ins Ziel gekommen. Das ist wow, wirklich tolle Leistung. Ocon auch super wieder, also der holt das normal Pinales raus. Norrie mit Angina ist auch rausgekommen, also mit richtigen Schmerzen im Auto. Dennoch in die Punkte gefahren. Der Junge holt da wirklich alles raus und lässt leider Ricardo wieder im Schatten stehen. Alonso, wow, vom letzten Platz in die Punkte gefahren. Er hat gesagt, das hat sich angefühlt wie ein Sieg und das kann ich Ihnen auch auf jeden Fall. Das hat sich wirklich gut. Für mich war neben Hamilton eher der Drive of the Day auf jeden Fall. Tsunoda wieder in den Punkten, gute Leistung, okay halt. Vettel mit dem grünen Red Bull, noch nicht ganz das, was man sich versprochen hat vermutlich, aber dennoch auch mega gut. Ricardo, naja, der hatte auch mit den Reifen zu kämpfen, hat man gemerkt, der ist wirklich
teilweise von 3-4 hintereinander in den gleichen Runden überholt worden. Gasly, auch okay, ja. Ich meine, bei AlphaTauri hat man auch gesagt, sorry for the car und so weiter. Also man merkt, da geht auf jeden Fall noch was. Die fahren ja auch mit einem Ferrari-Motor und mit einem Honda. Eigentlich sollten die ja gehen, die kopieren ja auch ein bisschen von Red Bull. Ich verstehe nicht, warum da nichts geht. Mick, sehr enttäuschend, wirklich. Also da wäre, denke ich mal, mehr drin gewesen. Aber die Strategie war halt zum Scheißen. Erst Martin Stroll, gut, ja, ich meine, für mich persönlich wäre es eine 4. Das ist eigentlich ja unter dem Minimum, was man sich erwarten kann. Latifi endlich mal seinen Teamkollegen besiegt. Ja, aber auch, das ist nur ein Tropfen am heißen Stern. Da wäre, glaube ich, auch mehr gegangen, wenn die Pace endlich mal vom Auto stimmt. Magnussen, ja, scheiß Rennen. Hätte gar nicht ins Ziel fahren müssen. Das war von Anfang an klar, dass er da jetzt keine Punkte mehr holen kann. Schade, weil er war im Qualifying echt gut. Und er war auch, ich mag Magnussen, aber gerade bei Suchen, da kommt halt wieder der alte Magnussen durch, der Scheiße baut und das ist blöd. Albon, ja, blöd gelaufen, hoffentlich wird Monaco besser. Ja, Drive of the Day, wie gesagt, Hamilton geworden, für mich ist es auch Alonso so ein bisschen Drive of the Day, also die haben beide ein mega Rennen geliefert. Fernando Alonso, hier haben wir es 11 Positionen aufgeholt und das in einem Rennen mit einem Alpine, der also nochmal eine Ecke schlechter wie ein Mercedes, also für mich auch ein toller Fahrer, er ist wirklich einer der besten Fahrer. Das Lachen, ich finde das Bild irgendwie cute. Ja, hier haben wir nochmal den WM-Stand. WM hat sich nichts getan im ganzen WM-Stand, außer dass die Führung abgegeben wurde. Es ist auch klar, wenn du 25 Zähler auf einmal verlierst. Dennoch sind es nur 6 Punkte, die unterschiedlich sind. Vielleicht kann Leclerc in Monaco wieder mal punkten oder mal das Rennen beenden. Ich bin sehr gespannt. Ja, auch zu Recht, Perez auf 3, Russell jetzt auf 4. Kleinvieh macht Dreck auf jeden Fall. Jedes Rennen auf seinen Punkten ins Ziel kommt. Und der ist nur 11 Punkte hinter Perez. Das ist wirklich gut. Konstrukteurs-Mam ist ja, Red Bull jetzt weit weg. Die sind jetzt fast 30 Punkte weg. Oder ja, 26 Punkte. Denn ja, ein Ausfall von Honda. Ich glaube, Verstappen hat noch keinen neuen Motor. Also da kann auf jeden Fall was passieren. Ich will nichts davor sagen. Ferrari auf 2, aber auch weit weg von Mercedes. Und die wiederum weit weg von McLaren. Dahinter wird es etwas enger. Alfa und Alpine kämpfen da. Und auch Williams. Jeder hat einen Punkt. Das ist cool auf jeden Fall. Bei den Fahrern sieht es leider ein bisschen anders aus. Hier haben wir nochmal eine Titelstatistik. Title Lead Champion Charge Change, so jetzt haben wir es, der Wechsel der WM. Ja, da haben wir zwischen Saudi-Arabien, also bei Saudi-Arabien, den Ausfall von Red Bull. Das war glaube ich in Bahrain war doch der Ausfall, oder? Da war ein Ausfall, also die Punkte sind gleich geblieben und dann ja, raufgegangen. Und jetzt war halt der Ausfall von ja, von Leclerc, der ein bisschen tief gesessen ist, wirklich. Also der war, glaube ich, nicht so gut. Ja, die Statistik finde ich immer cool. Blöd, dass die nicht immer von der Formel 1 rausgegeben wird. Die Race Classification, also diese ganzen Positionswechsel. Und da gerade zwischen 5. und 15. Runde von Platz, ja, würde ich mal sagen, 5 bis Platz 19. Ah, nein, das ist 18. Nein. Ja, halt bis zur Latifi unten, hat sich so viel getan, guck dich das mal an, das war halt die Boxenstopp-Phase, auch bei Hamilton ist zu sehen, gerade in der ersten Runde, zack, runter, auch bei Magnussen, der ist auch dann immer unten geblieben, Magnussen, und dann zack, 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 Hamilton immer wieder rauf, rauf, rauf und ganz unten noch runter, ja, bei Ferrari, bei Red Bull, sieht man halt, ja, so diesen Positionswechsel immer wieder. Dann war einer in der Box, dann der andere, dann wieder einer in der Box, dann der andere. Das war's für heute, Leute. Es war ein toller Grand Prix. Ich hoffe, Monaco wird spannend, aber ja, auch mit den neuen Autos wird in Monaco wahrscheinlich nichts drin sein. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wer war euer Drive of the Day? Schreibt es in die Kommentare, macht gerne das Plus, wegen des Herz runter und schaut unbedingt gerne auf it's_tobi auf TikTok, weil wir sind fast 12.000 Abonnenten. Also schaut gerne vorbei. Ciao.